Herzlich willkommen zum Methodenmontag. Starte mit uns in weniger als 10 Minuten lernend in deine Woche. Mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven. Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. 100, lieber Jan. Heute mal moin, nicht moin. Ich glaube, unsere Hörer sind jetzt total geschockt, weil wir nicht unsere übliche Begrüßung haben. Ich bin selber ganz aufgeregt. 100 Folgen haben wir jetzt voll. Florian, erstmal vielen Dank dafür. Das war ja eine unglaubliche Reise und eigentlich dachten wir, das haben wir nach 2 Jahren irgendwann mal voll. Jetzt nach einem Jahr in dieser bewegten Zeit haben wir ganz, ganz viel gelernt und einen gemeinsamen Weg irgendwie gemacht mit Remote-Aufnahmen und auf einmal unsere Gäste auch alle nur dazuschalten. Ganz viele Sonderfolgen zu dem Thema Remote-Arbeit und hybriden Arbeiten. Ja, und jetzt sind wir hier und nehmen unsere Jubiläumsfolge auf. Und wir brauchen es gar nicht spannend zu machen. Die Hörerinnen und Hörer haben es ja schon in ihrem Podcast-Player gesehen, wer heute hier ist. Wir haben uns zur 100. Folge einen ganz besonderen Gast eingeladen. Lieber Jan, wen hast du uns hergebracht? Michael Trautmann von dem Podcast On the Way to New Work. Michael kann sich ja gleich einmal vorstellen, was er sonst alles noch so macht. Darüber sind wir ineinander in Kontakt gekommen. Der Podcast begleitet uns beide, lieber Florian, ja schon eine ganze Weile. Und wir haben uns gefragt, wen wollen wir denn gerne zu unserer 100. Folge uns selber als Gast schenken? Und das war der liebe Michael. Michael, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du für die Leute, die vielleicht nicht deinen Podcast kennen, was ich bei unserer Zuhörerschaft nicht glaube? Ihr Lieben, lieber Jan, lieber Florian, vielen, vielen Dank für die große Ehre. 100. Folge, spektakulär, so lange durchhalten, das schaffen nur die allerwenigsten. Es gibt ja 100.000 von Podcasts und die meisten hören wieder auf unter Folge 10. Also 100 ist schon echt der Club der ganz Großen. Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Michael Trautmann. Ich bin seit 17 Jahren Unternehmer, war ganz am Anfang mal Unternehmensberater, bin dann irgendwie in die Werbung gekommen. Bei Springer und Jacobi lange Jahre, war mal so in Hamburg die angesagteste Agentur. Dann Kurs auf Kundenseite, bei Audi weltweit fürs Marketing verantwortlich und wie gesagt seit 17 Jahren Unternehmer, erst mit einer Werbeagentur in unmittelbarer Nähe zu euch mittlerweile, also Vorsätzen 32, die Firma Think, und habe dann vor 4 Jahren nochmal was Neues gegründet, ein Sport-Event-Serie auf den Namen High Rocks hört die. Das ist eine Mischung aus Laufen und funktionalen Fitnesstraining, weil ich mit 2 Partnern gesehen habe, dass der Fitnessmarkt, was der größte organisierte Sport der Welt ist, deutlich unterausgestattet ist mit Events und Wettbewerben. Und fast zeitgleich habe ich auch angefangen mit meinem Co-Host Christoph Magnussen, einen Podcast zu machen, der eben auf den Namen On the Way to New Work hört. Und das alles zusammen füllt mich echt ganz gut aus. Habe jetzt gerade nochmal neu gegründet im Bereich New Work, Coaching und Beratung. Und das ist so mein Setup. Und wir haben gesagt, zur 100. Folge sprengen wir unsere 10 Minuten. Das heißt, wer jetzt die gewohnte Gassi-Runde nur schnell gehen möchte, der muss nachher auf Pause drücken. Denn wir haben eine Frage mitgebracht, die uns beide so eine ganze Weile beschäftigt, Florian. Magst du die einmal stellen? Worüber haben wir uns Gedanken gemacht und wozu wollen wir Michael immer fragen, was seine Gedanken dazu sind? Wir haben ja schon gesagt, dein oder euer Podcast begleitet uns auch eine Weile, On the Way to New Work. Und wir würden gerne von dir einmal wissen, wir kommen ja so ein bisschen von der Mikro- oder Makro-Ebene, von den Methoden und erzählen in unserem Podcast immer gerne, wie kann man in einem Workshop Leute aktivieren, wie kann man Vertrauen gewinnen etc. pp. Und das spielt ja alles mit rein und deswegen eigentlich nur zum Start eine Frage und dann gucken wir, wohin uns das Gespräch führt. Also New Work, was bedeutet denn das für dich und wie spielen da Methoden rein? Aber das können wir dann im späteren Teil. Also ich mach mal das Bedeutungsspektrum, was ich in den letzten Jahren zu dem Begriff gehört habe, einmal ganz kurz auf, sag dann meine Bedeutung. Also der Bedeutungsraum fängt an bei Metaplanwänden, Mate-Tee-Kühlschränken, Hunden im Büro und keine Meetings nach 5. Ne? Da gibt es viele Unternehmen, die dann sagen, das ist New Work. Und es geht hin bis zu einer Utopie, die der Friedrich Bergmann, ein in Deutschland geborener, Österreich aufgewachsener, mit 19 nach Amerika ausgewanderter Philosophieprofessor, der Weihnachten letzten Jahres 90 geworden ist, in den 80ern formuliert hat, der New Work eben als die Antwort auf die bevorstehende Technologisierungswelle, als Antwort auf innere Kündigungswellen geben wollte und gesagt hat, es muss neben dem Kapitalismus und dem Sozialismus doch irgendwie den dritten Weg geben, einen Weg, der menschenorientierter ist. Und seine Kernbotschaft war, Arbeit kann Menschen krank machen, schwach machen, sogar töten. Wir kennen in verschiedenen asiatischen Sprachen Namen dafür.
Tod durch Arbeit. Aber Arbeit kann auch Menschen stark machen und endlich motivieren und sie über sich hinauswachsen lassen. So, das ist der Bedeutungsraum. Und für mich ist New Work eine Kombination aus der Suche nach Sinn bei der Arbeit, idealerweise dem Finden von Sinn, modernen Organisationsformen, sowohl in der Aufbauorganisation als auch in den ablaufenden Prozessen. Da fängt dann schon die Methode an, bis hin zu Tools, die dir über den Tag verteilt, einfach das Arbeiten leichter machen. Und für mich ist auch ein Büro ein Tool, für mich ist ein Meeting ein Tool, ein Smartphone ist ein Tool und es gibt unglaublich viele tolle Tools und deswegen finde ich Methoden und Tools auch einen ganz wichtigen Bestandteil von New Work. Was ist denn überhaupt so new an New Work? Ist es der Sinn, also du hast ja gerade gesagt, den Sinn in der Arbeit zu finden? Ich habe festgestellt, das Wörtchen new, die Vorsilbe, sorgt dann dafür, dass viele denken, naja, wir machen jetzt mit Videokonferenzen und hier ein bisschen und nutzen die Technik aus. Damit hat es ja nicht so wirklich viel zu tun, oder? Nee, das ist, ich würde es jetzt nicht sagen, nichts zu tun, aber es ist eben nur ein kleiner Ausschnitt. Und wenn man jetzt sagt, okay, Corona-Krise, jetzt können wir ja alle remote und wir filmen auch unsere Nasenlöcher mit der Bildschirmkamera nicht mehr von unten und wir wissen auch ein bisschen, wie man Licht setzt und dass vielleicht der Wäscheständer im Hintergrund auch okay ist, aber dass man auch sich Mühe geben darf. Das ist sicherlich ein Teil, aber das Neue ist eigentlich die fundamentale Erkenntnis, die ist in einer, es gibt so eine psychologische Theorie, die heißt Theory X und Theory Y, also Theorie X, Theorie Y, das ist das Menschenbild, was dahinter steht. Theorie X sagt, Menschen sind faul, bequem, müssen irgendwie besonders motiviert werden, damit sie überhaupt ihren Hintern aus dem Quark kriegen und irgendwie was schaffen. Und sie müssen vor allen Dingen sehr, sehr genau kontrolliert werden. Das war so das vorgängige Menschenbild in der Taylorismuszeit, die ja in vielen Unternehmen heute noch zu spüren ist. Und auch diese Art des Menschenbildes gibt es noch in einigen Firmen. Und die Theorie Y sagt eben, Menschen sind innerlich motiviert, wollen schaffen, sind konstruktiv, sind kreativ, haben einen Gestaltungswillen und man muss sie nur ihnen die richtigen Rahmenbedingungen geben, dann wachsen sie über sich hinaus. So, das ist wie alle Modelle grob vereinfachend, aber New Work geht davon aus, dass man die Menschen in diese Richtung entwickeln kann und das ist, glaube ich, für mich der ganz, ganz große Unterschied. Und dann, wenn man dann noch die Technologiekomponente und Komplexitätskomponente, wie heute Märkte funktionieren, hinzunimmt, dann kommt eben auch hinzu, dass es gar nicht mehr funktioniert, dass ein Mensch alleine alles weiß, wie bei Taylor, ne, der Fabrikchef, der dann mit einer kleinen Schar von Leuten den Leuten erklärt, wie sie ihre Handgriffe machen müssen. Das war ja früher so. Die haben mit den Gewerkschaften ausgehandelt, wenn wir euren Leuten sagen, genau wie sie ihre Handgriffe an der Maschine machen und sie es dann auch machen, dann kriegen sie mehr Geld. Das war der Ursprung des Taylorismus. Das funktioniert eben nicht mehr. Die Menschen, die heute in Unternehmen arbeiten, wissen von ihrem Gebiet viel, viel mehr als ihre Chefs. Und das muss langsam mal sich auch in der Art, wie wir führen, wie wir arbeiten, wie wir uns organisieren, also auch zu spüren sein. Das sind, glaube ich, die beiden Hauptpunkte, die New Work erfordern und auch ermöglichen. Darf ich bei Theorie XY noch mal ganz kurz einhaken? Das ist doch bestimmt auch so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, oder? Also wenn ich davon ausgehe, die Mitarbeitenden sind eher so Fraktion X, sag mal die Faulis, und sie so behandelt, dann erziehe ich Menschen, die vielleicht Y sind, eigentlich eher hin in die Richtung und umgekehrt, oder? Ich gebe dir völlig recht, habe ich so noch nie betrachtet, aber wenn du, na, wie du in den Wald hinein brüllst, so kommst wieder zurück, glaube ich völlig, wenn ein Unternehmen ganz klar ein Menschenbild hat, dann befördert es auch das. Und dann, ich glaube, so wie jeder Mensch ja, so habe ich es zumindest gehört, männliche und weibliche Anteile hat, egal ob er Mann oder Frau ist, hat wahrscheinlich jeder Mensch diese Anteile beide in sich. Und je nachdem, wie ich die Menschen anspreche, desto mehr kann ich eben von diesem Theorie Y auch rausholen, ja. Da erleben wir ja gerade Führungskräfte häufig, besonders bei Digital Media, die ganz offen sich hinstellen und sagen, ja, keine Ahnung. Also unsere Geschäftsführung hat wahrscheinlich noch nie im Leben auch nur ein Stück Quellcode geschrieben. Ich hoffe, ich trete Bernd und Carina jetzt nicht zu nahe. Und stehen da auch ganz häufig und sagen, so, ich kann das nicht entscheiden. Ich kann die Verantwortung nachher übernehmen für eine Entscheidung, die wir gemeinsam treffen, weil das ist mein Job. Aber ihr müsst mir helfen, die Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, weil ihr seid die Experten in den unterschiedlichen Gebieten, also SEO, Vermarktung und so weiter. Da ist für mich jetzt die Frage, wie erlebst du denn da den Wandel für Führungskräfte? Also, weil das ist, häufig sind Führungskräfte ja in einer Welt,
groß geworden, wo es noch ganz klar war, du bist die starke, der starke weiße Mann, der da vorne steht und den Ton angibt. Und jetzt auf einmal muss man sich eingestehen, ich führe eigentlich Experten, die von allem, was ich mache, viel mehr Ahnung haben als ich. Ja, das erlebe ich zum Glück zunehmend, so wie ihr es beschrieben habt, dass Führungskräfte eben auch ihre Grenzen klar machen. Prominentestes Beispiel aus eurem Haus, Julia Jäkel, vor 2,5 Jahren auf einer Work Awesome-Tagung in Berlin, da war sie irgendwie auf einem Panel vor mir und haute den Satz raus, wir leben in einer Zeit, wo die jungen Menschen, die in unser Unternehmen kommen, mehr über die Zukunft wissen, als die, die schon da sind. Das fand ich spektakulär. Und so ist sie mir dann auch in den Gesprächen, die wir danach hatten, wir hatten sie auch bei uns im Podcast, auch begegnet. Und das sehen wir immer mehr. Und ich glaube, Chefs, die sich so verhalten und Chefinnen, die werden es leichter haben, mit der neuen Zeit klarzukommen. In einer immer komplexer werdenden Welt rücken die Experten ja auch immer stärker in den Fokus und die Expertinnen. Also die Leute, die die Probleme lösen. Hast du da Beispiele, wo du sagst, da funktioniert es schon total gut und das sind Bereiche, wo man die Probleme mit dem ganzen Team löst oder Bereiche, die sich jetzt schon auf den Weg geben? Also ich habe mein erstes wirklich großartiges Beispiel, also in meiner Branche war das immer so, ne? Also ich habe in der Werbung eine hocharbeitsteilige Branche das von Anfang an so erlebt, als ich in den Ende der 90er Jahre zu Springer und Jacobi gekommen bin und dort in so eine Verantwortung geschubst wurde, für das gesamte Mercedes-Benz-Geschäft zuständig zu sein, 150 Menschen nicht disziplinarisch zu führen, weil die eben alle in ihren Units von ihren Chefinnen und Chefs geführt waren. Ich war quasi der Key-Account-Manager. Da waren schon damals 30 verschiedene Berufsbilder und ich hätte überhaupt gar keine Chance gehabt, diesen Laden irgendwie am Laufen zu halten, wenn ich nicht akzeptiert hätte, dass die alle das, was sie machen, richtig, richtig gut können. Also das habe ich da schon erlebt. Und dann in einer noch extremeren Form, in einer wahrscheinlich noch arbeitsteiligeren Branche oder ganz sicher Automobil, als ich bei Audi war, da war ich mit 37 wieder der jüngste Top-Manager im Konzern und hatte ein Landesmanagement-Team, umfasste gut 30 Leute. Und da habe ich das erste Mal von Fach- und Führungskarriere gehört. Das gab es damals bei Audi schon, dass man eben auch Fachmanager sein konnte. Und da gab es einen Mann, der für die Abschätzung von Volumina von Fahrzeugen zuständig war und der das, ich würde sagen, in die Jahrhunderte zurück, was natürlich nicht geht, weil er hat keine Kutschen und keine Pferde gezählt, aber der das wirklich über Generationen von Fahrzeugen weltweit und damals eben ja noch nicht mit irgendwelchen fancy Algorithmen, sondern also sehr viel mit händisch und vielleicht maximal Excel-Unterstützung, also da ein System aufgebaut hatte, wie er prognostiziert, was jetzt zum Beispiel die zweite Auflage des TT wahrscheinlich für eine Überlaufzeit 7 Jahre, wie viele Fahrzeuge da gebaut werden. Und das war so unfassbar. Der hat eben im gesamten Unternehmen seinen Name wie Donnerhall so ungefähr. Und das fand ich ganz großartig, das habe ich mir sehr gemerkt. Und heute treffen wir das in unterschiedlichen Unternehmen immer wieder, ne? Also wenn wir unsere Gespräche führen mit Gästen in unserem Podcast, dann hören wir immer wieder Beispiele aus unterschiedlichen Sachen. Und das, was mir gerade begegnet ist, ein Konzept, was glaube ich in vielen Unternehmen noch nicht so richtig berücksichtigt wird, ist das Thema psychologische Sicherheit. Das ist das, woran es in ganz vielen Unternehmen, wo das noch nicht so ist, scheitert. Wo sich Menschen eben nicht trauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie sich nicht sicher fühlen. Und ich glaube, das ist das, was Führungskräfte heute leisten müssen. Die müssen leisten, eine Atmosphäre der psychologischen Sicherheit zu erzeugen, dass jeder Mensch im Unternehmen sich immer traut, zu sagen, halt, ich glaube, hier ist ein Thema, was wir übersehen haben. Und das ist ein Teil der neuen Art zu führen. Psychologische Sicherheit und Sinn bei der Arbeit. Das gibt mir zwei wunderbare Stichworte. Die Definition New Work, die du jetzt hier reingebracht hast, die ist ja nicht unbedingt für jedermann was. Also auch wir begegnen irgendwie hin und wieder Leuten, die sagen, naja, ich werde hier nicht fürs Mitdenken bezahlt. Beziehungsweise es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, wenn ich zur Arbeit komme, soll mir einer sagen, was ich machen soll und dann fertig und bums. Das ist ja auch in Ordnung, unterschiedlich zu ticken. Aber wie geht man denn damit um? Also ist New Work, ganz provokant gefragt, ist New Work was für jeden? Das ist eine sehr wichtige Frage, zu der ich auch keine abschließende Antwort habe. Ich glaube aber, dass jeder Mensch, wenn er
richtig angesprochen wird und wirklich die Vorzüge dieser Art zu arbeiten kennenlernt, sagt, okay, nee, das will ich auch. Also die erste Antwort wäre, wenn ich jetzt mein alter Führungsstil, würde ich sagen, halt die Klappe, alles, was du, wo du nicht denken musst, macht bald eine Maschine, dann bist du eben arbeitslos, so, also ganz so hart nicht, aber das wäre jetzt die böse Reaktion. Die etwas empathischere, denn das bin ich durch Altersmilde auch in den letzten Jahren geworden, wäre, dass ich versuchen würde, der Person zu erklären, dass es nicht darum geht, dass alle jetzt das Unternehmen führen und mega viel Verantwortung haben, sondern dass es eher wie im Holacracy angedacht darum geht, dass man Führung auch in Rollen vergibt, selbst wenn man Holacracy nicht einführt. Also dass man wirklich sagt, du hast eine Verantwortung für eine Rolle und wenn du in der Buchhaltung bist, hast du ja Verantwortung und du musst denken, jeder muss denken. Wir werden fürs Denken bezahlt und in Zukunft bald dann auch nur noch fürs Denken, weil alles, was einfach nur so gemacht wird und irgendwie abläuft, das können Maschinen. Das ist ja einer der Insights von New Work, ist ja durch Technologie, werden wir in die Lage versetzt, ganz anders zu arbeiten. Und diese Menschen, die heute vielleicht in die Arbeit kommen und sagen, ich reiße da meine 8 Stunden ab und dann gehe ich nach Hause und abends bin ich dann Trainerin einer C-Jugend-Mädchenmannschaft, die machen ja da einen ganz tollen Job und haben ja einen innerlichen Antrieb. Warum sollen das dieses, was sie können, eine Mädchenmannschaft trainieren, sehen, hat ein Talent, wer kann was, wie muss ich eine Trainingssteuerung machen, wie muss ich die motivieren vom Spiel? Dieses Talent kann ich doch auch in der Firma irgendwo anders und besser einsetzen. Das heißt also, wenn wir uns wieder mehr beschäftigen mit dem, was macht den Menschen gesamtheitlich aus, also nicht nur gucken in der Personalakte, was hat er die letzten 10 Jahre gearbeitet, sondern vielleicht mal ein Gespräch führen, was treibt dich eigentlich, was motiviert dich, wofür stehst du, wofür brennst du, wirklich versuchen kennenzulernen, wie ticken die Menschen, die mir anvertraut sind, dann werden wir sehr, sehr viele Menschen da aus dieser Bewegungsstarre rausholen und auch in eine andere Art zu arbeiten bringen. Und natürlich wird es immer Leute geben, die sagen, ich will nicht so viel, muss ja auch nicht sein. Man kann das ja aufteilen. Ich habe ja immer die Hoffnung, jetzt hören unseren Podcast ein paar Führungskräfte und denken sich so, ja stimmt, ich habe da ja so 2, 3 und ich denke jetzt gerade genau an den einen, der auch eine Fußballmannschaft trainiert. Wie locke ich das denn jetzt aus meinen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern raus als Führungskraft? Also hast du da so ein paar kleine Tipps? Ja. Ja, ich bin ja auch ein ganz großer Work-Hack- und Tool-Fan, auch wenn ich, sagen wir mal, kein Tool so beherrsche, wie ihr wahrscheinlich Scrum beherrscht, aber es gibt eine Technik, die insbesondere in amerikanischen Unternehmen auch sogar einen Namen hat. Es gibt bestimmt auch deutsche Unternehmer und auch Manager und Managerinnen, die das machen. Das nennen die Skip-Level-Communication. Also, dass eine Chefin oder ein Chef bewusst den regelmäßigen Kontakt mit den Menschen sucht, die 2 Level unter ihnen sind. Ne? Also wenn, stellt euch vor, eure Chefs reden mit euren Leuten. Und zwar nicht, um zu gucken, ob ihr jetzt beide einen tollen Job macht, sondern zu gucken, wie ist die Lebenswirklichkeit dieser Menschen? Was sind die? Was können die? Wovon träumen die? Und das machen einige Leute bei Facebook einmal im Monat. Führen die eine Stunde Gespräch mit den 30 Leuten, die quasi 2 Ebenen unter ihnen sind. Und das ist ein ganz tolles Tool, weil man da ja eben gar keinen Druck hat. Da musst du nicht irgendwie in Projekte reintauchen und so weiter. Und die werden auch nicht dazu animiert, jetzt denunziant zu sein, sondern die werden eher so gesagt, wie siehst du unsere Firma? Wie siehst du den Markt? Wie siehst du die Welt? Was macht dir Spaß? Was treibt dich so? Und da gibt es sicherlich noch viele andere mehr, aber das ist für mich ein sehr, sehr überzeugendes. Und das kann man eben, wenn man sagt, jetzt ihr seid ja gerade dabei, auch euch ein neues Haus zu bauen, natürlich auch organisatorisch regeln, indem man eben möglichst viele Orte schafft in einem Büro, wo Menschen übereinander stolpern und wo man bewusst dafür sorgt, dass Menschen unterschiedlicher Hierarchieebenen, unterschiedlicher Abteilungen, Bereiche sich treffen zufällig und miteinander ins Gespräch kommen. Ich finde das ja tatsächlich gerade ein total schönes Beispiel mit diesem Skip-Level-Communication. Das gab es bei uns im Haus schon eher durch diese Lunch-Kultur. Jetzt stehen aber Führungskräfte im Moment häufig vor der Herausforderung, im Büro geht das ganz einfach. Da laufe ich in die Kollegen rein, kann mit denen sprechen. Einige der Führungskräfte, die wir begleiten, die rufen, die tun sich mir ein bisschen schwer, direkt anzurufen, weil wenn der Chef vom Chef anruft, gefühlt, haben einige Mitarbeiter da noch gehörig Respekt vor, beziehungsweise es fühlt sich nicht so natürlich an, wie in den Flur reinlaufen. Hast du da einen Tipp, wie sich das Ganze vielleicht nicht ganz so hierarchisch anfühlt? Ja, das ist natürlich auch etwas komplexer, sowas einzuführen während der Pandemie, wo alle vor ihren Bildschirmen sitzen. Das musst du natürlich dann irgendwie auch mal anmoderieren und musst das auch machen. Und du kannst natürlich auch das ein bisschen, sagen wir mal, weniger formell machen immer. Ne? Also dieses Skip-Level-Communication, wie ich es beschrieben habe, ist ja schon wieder total durchorganisiert. Wenn man sich alleine als Führungskraft mal fragt, okay, welche
der Leute, die in meinem erweiterten Bereich sind, habe ich denn in dem, im letzten Jahr wenig gesehen. Weil die vielleicht sich in den Videokonferenzen eher auch mal ausschalten, nicht so viele Beiträge machen, welche sind mir nicht aufgefallen. So. Und die gezielt anzuschreiben und auch zu sagen, mal auf, wir haben es so lange nicht gesehen, ich habe überhaupt gar nichts Fachliches, würde einfach gerne mal mit dir quatschen, hast du mal Lust auf einen Kaffee, auf einen Zoom-Kaffee. So, also wirklich niedrigschwellig, nett und sofort den Wind aus den Segeln nehmen. Oh Gott, was will der denn von mir? Das geht, funktioniert, glaube ich. Was man auch in der Gruppe machen kann, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wo die Leute gerade stehen, ist, dass du, das macht ihr wahrscheinlich in bestimmten Kontexten auch, aber das kann man eben auch etwas strukturierter machen, dass du bei jedem Meeting so ein Check-in machst. So, der kürzeste Check-in, den ich kenne, ist ein One-Word-Opening, dass jeder in einem Wort versucht zu sagen, wo er gerade steht. Und wenn dann drei Leute sagen, müde, dann sagt man, okay, dann machen wir es mal alle, stehen wir alle mal auf, mal alle unsere Fenster auf. Wenn wir in einem Raum sind, wo wir es können, atmen mal dreimal ganz tief durch und dann schütteln wir uns einmal und setzen uns wieder hin. Also einfach so ein bisschen Mini-Gruppenerlebnisse schaffen und genauso wieder so ein Checkout am Ende, dass du dann auch wirklich registrierst, wer hat denn in so einem Meeting eine gute Kurve hingelegt, ging müde rein und sagte, wow, jetzt bin ich energetisiert, und ein anderer ist irgendwie neutral reingegangen und ist danach frustriert. Muss man üben, muss man Vertrauen schaffen. Ist schwerer, das während der Pandemie einzuführen, aber ich glaube, die Menschen sind jetzt nach einem Jahr auch alle mürbe, und wenn dann jetzt jemand anfängt, das zu machen und man es der Person auch abnimmt, dann ist jeder dankbar dafür, für eine Änderung der normalen Abläufe. Jetzt hast du ja zum Ende hin hier wirklich ein Methodenfeuerwerk abgefeuert. Florian und ich werden schon ganz ungeduldig, also besonders, ich kenne noch eine kürzere Methode, um besonders in Remote Situationen einmal die Stimmung abzufragen, nämlich jeder macht einmal eine Gestik oder eine Körperhaltung, wie er sich fühlt. Schön. Keiner reden und alle sehen vor der Kamera total albern aus. Meistens hält das keine 10 Sekunden, bevor das gesamte Team losprustet. Oh, total schön, finde ich super, werde ich gleich mal ausprobieren. Wir haben noch 3 Abschlussfragen mitgebracht, die wir uns zur 100. Folge von dir gewünscht haben. Kannst du dir vorstellen, welche das sind? Nee, ich bin wirklich völlig... Die haben wir aus dem Podcast geklaut, den wir relativ gerne hören. Oh, dann erwarte ich eine Frage, ja, genau. Mit einer rechne ich, okay, aber macht mal. Michael, was möchtest du denn noch lernen? Was möchtest du noch weitergeben und was möchtest du noch erleben? Scheiße. Tatsächlich haben wir aus der Frage eine Methode gemacht, also aus dem, und ja, relativ häufig in Workshops, die den ganzen Tag gehen. Ja, ich erkläre gleich mal, wo ich das geklaut habe. Es ist nämlich aus einer Methode. Also ich möchte definitiv, und das erzähle ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, möchte ich noch lernen, Klavier zu spielen oder besser Gitarre zu spielen. Auf jeden Fall möchte ich ein Instrument lernen und möchte damit auch das Thema Noten lernen. Also eigentlich möchte ich eine Sprache lernen, Noten. Das möchte ich wirklich lernen. Geben möchte ich zunehmend... das, was ich jetzt unterschwellig schon die letzten Jahre gemacht habe, deswegen habe ich auch nochmal neu gegründet. Ich möchte wirklich versuchen, Menschen Zündfunken zu geben, dazu sich zu trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Also aus einer Unzufriedenheit herauskommen, sich weiterzuentwickeln. Also wirklich so eine Mischung aus inspirieren und empowern. Das möchte ich gerne weitergeben. Idealerweise nicht nur Leute, die mich dafür bezahlen, sondern irgendwann dann auch, dadurch, dass ich sehr teuer bin, Geld davon nehmen und das dann auch Kindern und Jugendlichen, die nicht privilegiert sind, zu geben. Weil ich glaube, das kann ich mitgeben. Das habe ich auch schon gemerkt, dass ich jungen Menschen da auch was mitgeben kann. Und je mehr junge Menschen schon diesen Zündfunken, Arbeit kann schön sein, Arbeit kann stärken, kann auch die Welt verbessern. Je mehr solche junge Menschen wir kriegen, desto mehr werden wir auch das Hauptproblem, was wir im Moment haben, nämlich diesen Planeten wieder bewohnbarer zu machen, lösen. Das wäre so mein Geben. Denn so ganz tief, ich habe mal über Ökomarketing promoviert, schlummert bei mir dieses Thema, ich möchte gerne was für die Natur tun, aber ich bin kein Umweltwissenschaftler. Ich kann dieses Thema, ich kann Leute motivieren, also zu motivieren, sich da zu engagieren. Das wäre mein Geben, ein bisschen kompliziert. Und erleben möchte ich weiterhin so schöne Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und das hat bei mir immer was mit Begegnungen von Menschen zu tun. Also ich muss nicht noch irgendwelche anderen Länder abreisen. Ich möchte einfach weiter Begegnungen mit Menschen haben. Das kann so etwas wie mit euch beiden hier in so einem Podcast sein. Das können zufällige Begegnungen sein. Das sind meine Podcast-Gespräche. Ich freue mich jetzt mega, mit der Familie Ostern zu feiern. Und das sind diese
diese kleinen Dinge, die mich mittlerweile viel mehr erfüllen, als ich muss jetzt noch ein drittes Mal pro Jahr nach New York. Also das ganze Reisen, was früher ein Großteil meines Lebens war und mich auch, ich habe geglaubt, das definiert mich, ist komplett weg. Ich bin ein Jahr nicht geflogen und ich vermisse es überhaupt nicht. Du wolltest noch sagen, aus welcher Methode du die drei Fragen, genau, oder ihr die drei Fragen empfohlen. Es kommt von Mind Valley. Mind Valley ist ein von einem, ich glaube, indischer Herkunft emigrierten Amerikaner, der, glaube ich, eine autistisches Spektrum hat, also eine autistische Erkrankung. Das sind ja häufig wahnsinnig begabte Menschen. Und der eben festgestellt hat, dass die Art, wie wir lernen, völlig falsch ist. Und Mind Valley irgendwie so ein Weiterbildungsinstitut, wo, glaube ich, schon 5 Millionen Menschen irgendwie Kurse gemacht haben. Und die Methode funktioniert im Zusammenhang mit einer Meditation. Da gibt es auch, glaube ich, irgendwie ein YouTube-Video, ich muss das mal raussuchen, wo du 10 Minuten so meditierst und dann hast du 10 Minuten Zeit, eben in 3 Spalten Sachen aufzuschreiben. Und nicht nur eine Sache, die du noch lernen möchtest, eine, die du geben möchtest und eine, die du erleben möchtest, sondern so viel dir einfallen. So, und das mache ich regelmäßig. Und ich schreibe locker dann immer 2 DIN-A4-Seiten voll. Und dann nehme ich das in die Hand und lese das und denke, Alter, du bist 56 Jahre und du hast noch so viel vor. Und das fühlt sich so geil an, was alles möglich ist. Und ich merke dann immer, mir könnte man jetzt alles wegnehmen, meine Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, ich würde immer wieder was Neues wissen, anzufangen, weil es einfach so viel zu tun gibt. Und das ist eine ganz, ganz tolle Übung auch für Leute, die eben so das Gefühl haben, ach, was soll ich jetzt machen mit meinem Leben und so. Ja, meditier, schreib auf und dann wirst du irgendwie ein paar schöne Dinge entdecken. Und die 3 Fragen sind eigentlich die Finalfragen, aber mich juckt's, darf ich Jan noch eine, wenn wir Michael schon hier haben. Michael, wir haben so viel gesprochen über New Work, über Sinn bei der Arbeit. Euer Podcast heißt On the Way to New Work. Und wir haben gerade eine Pandemie seit über einem Jahr mittlerweile, die New Work und den Weg dahin ordentlich beschleunigt haben dürfte. Wie weit sind wir denn jetzt on the way to New Work? Ja, das ist, ich kokettiere immer damit und zitiere den Mark Zuckerberg, der ja irgendwie auch mal sagt, dass die Mission erst zu 2 oder 1% erfüllt ist. Ich glaube, wir stehen dann noch ganz am Anfang. Wir sehen ein paar gute erste Ideen. Wir sehen junge Menschen wie euch beide, die das in Unternehmen treiben. Und das ist genau die Hoffnung, die ich habe, dass die jungen Menschen das von unten treiben, dass die Leute in meinem Alter, die altersmilde werden, sagen, scheiße, so kann es nicht weitergehen. Vielleicht die in etwas höheren Positionen sind, auch anfangen, das zu machen. Und ich glaube, dass wir sehen Initiativen in Unternehmen auf allen Ebenen, ne? Und auch dieses von einigen Menschen so gescholtene Mittelmanagement, was dann so als Lehmschicht beschrieben wird, was ich ganz schlimm finde. Und ich zitiere dann immer Alexander Birken von Otto, den CEO, der, als er da war ich dabei, da hat der Döpfner irgendwie gesagt, dass er das eben so ein Problem findet, Mittelmanagement, diese Lehmschicht. Ich sagte, das findet einen Scheißbegriff. Das geht nur mit den Menschen. Und ich bin selber mein halbes Leben lang Mittelmanagement gewesen. Und ich glaube, wir brauchen alle. Das finde ich eben auch. Und deswegen weiß ich nicht mal, ich höre das, glaube ich, mal auf zu sagen, wir haben es zu 1% geschafft. Wir sind auf dem Weg. Und wahrscheinlich ist das so ein Thema, wir bleiben auf dem Weg, weil die Herausforderungen immer neu werden. Wir werden irgendwann gucken müssen, wenn die Permafrostböden auftauen, dass wir mit Technologie irgendwie unseren Planeten retten. Das heißt, wir werden immer wieder diese Herausforderungen haben. Jetzt ist es eine Pandemie, es waren Kriege vorher, es sind religiöse Konflikte. Wir haben so viel zu tun auf der Welt, dass auch die Arbeit nicht ausgehen wird. Und von daher ist für mich dieses Prinzip on the way to new work, das wird mein Motto für den Rest meines Lebens sein, das weiß ich. Und wenn ich da irgendwie einen kleinen Beitrag geben kann, dann bin ich ganz happy. Was für ein energiegeladener, schöner Punkt, um jetzt in die Woche zu starten. Michael, ich bin ganz dankbar für dieses tolle Gespräch. Das war ein unglaublich schönes Geschenk zur 100. Folge. Liebe Hörer, nächste Woche machen Florian und ich eine Retrospektive zu unserem Podcast im Podcast. Das heißt, ihr könnt euch live anhören, wie wir beide darüber reflektieren, was wir jetzt aus 100 Folgen mitgenommen haben und was uns Mindset gelehrt oder vielleicht fällt uns eine kreativere Methode ein, wie wir reflektieren. Florian, nochmal vielen, vielen Dank für diese 100 Folgen, die wir jetzt gemeinsam hatten. Michael, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, und wir sehen uns ja bald wieder bei uns im Podcast. Das sind wir ja gerade am Planen. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf.
Ich kann das schon mal sagen, Jan, das Gespräch, was wir beide geführt haben, ist schon in unserem Buch, was im November erscheint. Wir machen ja keine Werbung hier, aber ich erzähle einfach, dass ich dich schon oder dass du mich damals so beeindruckt hast, dass ich es einfach aufgeschrieben habe. Mich hat das tief berührt, deine Analogie mit dem agilen Arbeiten und der Pfadfinderei. Also das muss ich auch dann nochmal wirklich noch detaillierter hören, weil es war wirklich eine irre Geschichte. Und nochmal Glückwunsch an euch beide, wie ihr das macht und dass ihr dieses ehrwürdige Haus Gruner und Jahr, was ich als junger Mensch immer bewundert habe und auch immer noch bewundere für die Produkte, die ihr macht. Ich habe so viele Freundschaften in eurem Unternehmen geschlossen. Ich wurde immer so herzlich willkommen geheißen von allen möglichen Menschen. Ich war auf tollen Events und für mich ist es ein totales Privileg, euch beide kennengelernt zu haben und mit euch beiden zwei so tolle Weggefährten kennengelernt zu haben für die Danke. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Auch von mir nochmal, Jan, an dich natürlich für 100 Folgen, an Michael für diese tolle Folge und ich glaube, ich nehme Energie für die nächsten 100 Folgen mindestens mit hier raus. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.